einfach widerlich. Wer kann denn sowas nur gemacht haben? Das werde ich herausfinden. Special Agent Fish, Federal Bureau of Investment. Guten Tag. Ich bin der Sheriff, wir haben hier eine Wasserleiche. Oh mein Gott, das ist ja widerlich. Einfach abartig. Sheriff, überführen Sie das Opfer in die Pathologie. Tja, da werden wir also. Nun werden wir endlich herausfinden, woran... Und, haben Sie schon herausfinden können, woran S. gestorben ist? Leider noch nicht. Der Täter ist außerordentlich geschickt vorgegangen. Nur, dieser Gegenstand hier kommt mir merkwürdig vertraut vor. Und was ist das? Meine Herren, dieses ist, wie ich vermute, das geheime Tagebuch des 386ers. Bitte Passwort eingeben. Eingabe falsch. Bitte nochmal eingeben. Eingabe falsch. Eingabe korrekt. Dies ist mein geheimes Tagebuch. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Es war alles so schön. Doch dann kam ihr. Mutti? Ich habe Angst. Es ist an der Zeit, das Verbrechen aufzuklären. Ich habe mehrere Jahre in Tibet bei neobuddhistischen Hindu-Mönchen verbracht, wo ich die Kunst des Chop Suey erlernte. In Trance werde ich nur das Antlitz des Verbrechers auf diese Leinwand bannen. Sheriff, bringen Sie mir jeden, der diesem Bild entspricht. Wir stehen kurz vor der Auflösung des Falls. Agent, hier sind Sie. Okay, jeder, der noch nie einen Computer gesehen hat, verlässt jetzt bitte den Raum. Und nun zu Ihnen. Sie sind alle verdächtig. Der? Hi, ich bin Sepp Kleinhirn und der Gärtner ist immer der Mörder. Und die SK-Babys finde ich auch ganz toll. Moment mal. Verdammt, Sie haben mich. Warum nur? Warum haben Sie das getan? Ich weiß auch nicht so genau. Am Anfang war ich sehr glücklich mit meinem 386er. Aber dann lastete der Druck auf mir, Windows 95 darauf zu installieren. Und er hat sich geweigert. Ich war wie besessen. Versteht mich denn niemand? Ja, glaubt ihr denn, ich bin wahnsinnig? Glaubt ihr denn, ich bin verrückt? Schnell, Agent Fish, den kriegen wir noch. Junger Freund, das Ganze habe ich doch alles schon vorausgesehen. Hä? Sie werden mich niemals kriegen! Wie soeben bekannt gegeben wurde, hat die Regierung der Vereinigten Staaten zugegeben, eine neue Hochleistungsrakete gebaut zu haben. Diese Rakete ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der eine noch nie dagewesene Sensibilität gegenüber Hitzequellen aufweist. Was ist das? Ich gebe auf! Ihr habt mich! Und wieder wird ein Gesetzesbrecher seiner gerechten Strafe zugeführt. Was ist das? Keine Ahnung, das passiert mir öfters.